Wir sind mal wieder in Oberbayern, ja, bei der Firma Bimobil. Und das ist zwar noch nicht so ganz die Speerspitze, aber wir sind nah dran. Es wird in Kürze ausgeliefert. Es ist ein Vorführer, ca. 2 Jahre alt, der hier stand. Der hat noch nie einem Kunden besessen, war Erstbesitzer, war die Firma Bimobil, nehme ich an. Der war zugelassen? Nein. Also nicht zugelassen, also Erstzulassung auf den Kunden. Ja, das ist doch cool. Ja, stell dich mal vor. Hallo, ich bin der Stefan Christner und Geschäftsführer von Bimobil. Ja, und das ist der Carsten, du bist... Carsten, grüß, ich bin hier im Vertrieb bei Bimobil. Und Trainer. Und Offroad-Fahrtrainer, ganz genau. So, du bist auch Kfzler, also du hast das Ganze mal gelernt. Der Stefan ist Luftfahrtingenieur und sieht auch aus wie ein Flugzeug. Nee. Ja, die Flügel fehlen. Aber das ist ein Running Gag, hat man eben schon. Silber steht dem Auto echt gut, oder? Ja, denke ich auf jeden Fall. Ist zeitlos und immer gut. So, was wiegt denn der? Das ist ein 13-Tonner, hat aber ungefähr, was haben wir da, Leergewicht, weißt du? Aktuell dürften wir bei etwa 10 Tonnen liegen. Ja. So, also der ist flammneu quasi, habt ihr ein bisschen gefahren. Er hat jetzt was auf der Uhr? Etwa 5000 Kilometer. 5000 Kilometer, habt ihn also ausgiebig mit roter Nummer erprobt? Richtig, und auf den Messen dabei gehabt. Und der hat also jetzt als Vorführer seinen Dienst getan und darf jetzt raus in die Welt. Sag mal, der fährt jetzt auf eigenen Rädern zur Messe oder ist eine Spedition, packt den irgendwo drauf? Nein, mit der Höhe gibt es kaum noch Speditionen, die diese hohen Fahrzeuge mitnehmen. Wenn man sonst diese 4 Meter knackt und Sonder- oder Schwerlastverkehr ist mit Begleitschutz. Nein, sonntags morgens. Genau. Nein, der fährt auf eigenen Rädern. Aber 5000 Kilometer für einen LKW, es läuft noch nicht einmal, ist eingefahren. So, der ist made in Germany. Das Fahrgestell wird auch gebaut in Germany? Ja. In Deutschland, sorry. In Deutschland und MAN, also Zentrale, ist ja in München. Das heißt, ganz nah bei uns. So, ziemlich cool. Der Aufbau kommt hier aus Oberframmern. Und ich habe geschätzt, was er kostet. Und da habe ich gesagt, der kostet bestimmt 750. Und dann hast du gesagt, nein. Und dann dachte ich, kostet er vielleicht 850. Hat er auch gesagt, nein. Er kostet als Basis weit unter, na nicht weit, aber unter 400. Unter 400.000 Euro, ja. Das heißt, der Grundpreis liegt irgendwo bei 330.000, 340.000, dann noch ein bisschen was dazu. Und ich gehe mal davon aus, zwischen 350.000 und 400.000 kriegt man mit so einem Fahrzeug ein wirklich reisefertiges, gut ausgestattetes Expeditionsmobil. So, es gibt Leute, die gehen damit jahrelang auf Tour, melden zwar ihr Zuhause nicht ab, aber haben vielleicht eine kleinere Wohnung oder melden vielleicht doch ab. Also wir haben tatsächlich Kunden, die sind über 60. Und wohnen offiziell bei Mama, die über 80 ist. Und Briefkasten reicht ja. Briefkasten reicht. So, wir gehen einmal kurz drum rum. Das ist so ein Schutz oder was ist das? Ah nee, Unterfahrschutz für das Deutschland. Ein Unterfahrschutz, genau. Ist von der EU vorgeschrieben, ist aber natürlich hochklappbar, wenn ich ins Gelände reingehe, dass ich mir den Böschungswinkel nicht kaputt mache. Ja, da fällt mir keiner rein. Oft in Ländern, wo, ich sag mal, das mit den Verkehrsregeln eh nicht so klar definiert ist. Oder gibt's das? Ich habe gesehen, jetzt in Afrika, da fahren die, wie die wollen manchmal. Ja, das ist halt immer die Sache. Wenn mir einer hinten reinfährt, kann man sagen, selber schuld. Das gibt's gewisse Länder, die das so sehen. Bei uns muss man halt einfach sagen, er ist zwar selber schuld, aber er sollte möglichst gimpflich mit dem Auffahrunfall zurechtkommen. Deswegen ist sinnvollerweise ein Unterfahrschutz vorgeschrieben. Also ich halte es für extrem sinnvoll. Auch von der Seite ist jetzt mittlerweile vorgeschrieben. Wenn ich drüber reden, ist absolut sinnvoll. Absolut sinnvoll, denn ganz viele sind schon untergetaucht. Das hier ist jetzt auch der Bereich Windschutzscheibe, wo du bist. Das heißt also, wenn ich nicht gerade in einem extrem kurzen Auto bin, habe ich eine Chance. Ja, so ist es. So, das Fahrzeug selber ist in der klassischen Aufbauweise Kabine gebaut wie alle, also selbst vom Pickup, das ist kein Unterschied, bloß größer. So ist es. Die Qualität und die Bauweise ist immer gleich. Einziger Unterschied ist halt Ausstattung und Größe der Kabine. So, der ist jetzt mit allem Sinnvollen schon ausgestattet für die Tour. Ja. Das heißt, unter anderem passt hier ein Rad drauf. Die ganz harten Jungs, hast du mir erzählt, die nehmen auch mal zwei mit. Je nach Tour, wo ich hinfahre, wenn ich wirklich in Gelände unterwegs bin, scharfkantige Steine oder sowas, wo die Gefahr besteht, dass ich mir die Flanke zerschneide, nimmt man dann lieber zwei Räder mit. Ich nehme an, der wiegt so um die 100 Kilo. Was wiegt der? Das wird nicht reichen. Der wird eher bei 130, 140 Kilo sein. Also ein Schwerlastaufzug ist dabei. Hier ist ein Flaschenzug dabei. Ja. Der Fahrradträger, das ist ja... Das ist einfach nur auf den Ersatzradträger draufgeflanscht, sodass ich da nochmal zwei Fahrräder hinten draufstellen kann.
wenn ich will. Ich kann es auch abschrauben. Richtig. Das ist genau, also optional drauf. Hinten habe ich jetzt keine Fenster drauf. Ich habe hier vorne die Rückfahrkamera natürlich an einem Punkt, wo ich auch was sehe, wenn ich so einen Reifen richtig, drauf habe. Ich muss natürlich hinterm Reifen nach unten gucken können, um zu sehen, wann es zu Ende ist und nicht erst dann, wenn es komisch klingt. Aber der Vorteil ist, ich kann mit dem Aufbau auch jetzt nicht so viel treffen. Also wenn ich jetzt auch mal gegen Stein rückwärts fahre, das Fahrzeug wird erstmal nicht beschädigt, das schützt auch das Fahrzeug ein bisschen, oder? Du meinst hier den Unterfahrschutz, oder? Ja, nee, ja. Unterfahrschutz und der Reifen auch. Auch der Reifen, ja klar. Ja. Der hängt dann nochmal hier dran, das Ganze ist nochmal vorgebaut. Also da muss es schon hart kommen, dass also an der Fahrerkabine was drankommt, oder? Ist hier ganz, ganz massiv am Zwischenrahmen angeflanscht. Und der Zwischenrahmen ist mit dem Basisfahrzeugrahmen elastisch gelagert, also wenn ich da wirklich mal hinten anstoße, der nimmt ziemlich viel Energie auf. So, jetzt ist es ja so, ihr habt ein interessantes Konzept im Zier, das ist die Aufnahme für die Markise, finde ich auch immer praktisch. Ja. Die Teile habe ich uns bestellt. Okay. Sie funktionieren, also sie halten wirklich Bolle. Und, vielleicht sogar noch welche übrig, hättest du sagen können. Ja, hatte bei Amazon irgendwie 8 Euro oder so gekostet. Was ziemlich cool ist, ihr lasst keine gebrauchten Fahrzeuge zu. Es gibt viele, die kaufen Gebrauchtfahrzeuge, um die Preise zu drücken. Das sind aber euch alles in der Klasse, alles Neufahrzeuge. Eins sind Pickups, glaube ich. Da kann man die mitbringen. So ist es. Nur Pickup ist eine Fahrzeuganlieferung möglich. Alles, was größer ist, machen wir nur Komplettfahrzeug und Neufahrzeuge. So, Carsten, stell ich mal davor, dass man mal ungefähr einen Größenvergleich hat. Sag mal, ist euer Auto jemals als Matchbox-Auto gebaut worden? Ein Mercedes G, ja, tatsächlich. Es gibt tatsächlich ein Modellauto von Mercedes G. So, und du bist 1,78 ja. Und ich zeige das mal gerade. Gefühlt passt der Carsten so, ja, so dreimal rein oder zweimal plus Mehrwertsteuer. Das ist so, also die Höhe von dem? Ist bei 3,60 Meter. Okay, also immer noch unter den berühmten 3,60 Meter. Ja. 3,70 Meter ist, glaube ich, so eine Grenze. 3,80 wird es dann schwierig. Also 4 Meter ist das, was auf den europäischen Autobahnen gilt. Manchmal. Unterführungen. Nein, das ist einfach eine Norm. Bis 3,60 Meter kann man unserer Erfahrung nach noch gut fahren. Ab 3,70, 3,80 gibt es dann schon immer mehr Schilder, wo man nicht mehr durchpasst. Ja, ich bin 3,68. Und ich kenne nämlich die nächsthöhere Klasse, ist dann 3,80 Meter. Und ich fand es immer schade, weil es sieht nicht ganz so gewaltig aus, aber es hat einen Vorteil, du kommst echt viel öfter durch, sagen wir es mal so. Das ist einfach, ja. Die Länge? Was haben wir da, Carsten? Länge sind wir bei 6,80, glaube ich, gell? Unter 7. Oder sind wir über 7? Wir sind über 7. 7 Meter, dann waren es 7,20 Meter. 7,20 Meter, ja. 7,20 Meter waren es dann. So, das ist auch ein Alkoven, quasi. Quasi nein. Quasi nicht. Nein. Im LKW-Bereich, dadurch, dass die Fahrzeuge anders aufgebaut sind und auch elastisch gelagert sind, kippt das Fahrerhaus im Verhältnis zur Wohnkabine zeitlich weg. Nein, Alkoven heißt bei mir, ich habe ja eine Sache gelernt, vielleicht darf ich das dazu sagen. Okay. Ihr habt beim letzten gesagt, dass man diese Kante, die oben drauf ist, siehst du die Kante, ja, dass man die entweder haben kann oder durchgehend haben kann. Und jetzt ist der Alkoven ja über dem Fahrerhaus, richtig? Ja. Na, es hätte ja sein können, dass der nur gedreht ist, dass alles so, weißt du, so. Dann hast du recht. Was man sagt, man hat das einmal umgedreht und das Heckbett unten drunter wäre der Alkoven, dann hast du ein Stück weit recht. Also das heißt, das Heckbett ist, wie man es so kennt, aus meinem Dings mit weißer Haare im Heck hinten relativ hoch und deswegen, ja, habe ich den Stauraum nach hinten. Genau. Hier ist Stauraum drunter und wir haben tatsächlich auch schon mal einen Grundriss gebaut, wo wir gesagt haben, das ist im Prinzip ein Alkoven, wir haben ihn aber zugemacht. Das sagst du nur, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Nein, das ist wirklich so. Das war auf einem Buchaduro. Okay. Ein ganz verrücktes Auto aus der Schweiz. So, ich gehe jetzt mal nicht auf irgendwelche 500 Schrauben ein, die sagen, hier kommst du nicht rein, das haben wir alles schon gehabt. Aber hier habe ich diese ganz massiven Riegel, die man auch ruhig mal zeigen kann, die also dann im harten Offroad-Einsatz einfach das Ding zuhalten. Ja. Das kann nicht aufspringen, unmöglich. Nein, nein. Nee. So, das ist ja mal eine Heckgarage. Da passt ein bisschen was rein, ja. Aber wenn ich lange unterwegs bin, macht das auch Sinn, dass ich den Platz habe. Und da passen halt super einfach Stapelboxen, Aluboxen rein. So, Büttner. Euer Freund und Helfer, was haben wir denn hier alles? Ein Ladebooster, was hat der hier? 45 Ampere, zweimal. Zweimal, ja. Ja, zweimal drin. Und das ein Wechselrichter? Großer Wechselrichter, ja, von Votronic. Licht habe ich drin, eine große,
Ja, was krass ist hier die Höhe. Aber das ist nicht so schlimm, denn drunter ist ja noch eine Box. Drunter noch ein Stauraum, ja. Das habe ich schon gelernt, da darf es nass werden. Das sind die Riffelblech-Stauboxen, ja. Die sind spritzwassergeschützt, aber durch das Riffelblech nicht druckwasserdicht. Das heißt, wenn ich durch die Furt fahre, Wattiefe ist so, dass das also definitiv ins Wasser reingehängt werden darf. Im unteren Bereich kommt halt Wasser rein. In dem Fall haben wir hier einen Gastank versteckt. Unten drunter passt aber immer noch ein bisschen Bergegurt oder sowas, kann man damit reinlegen. Nach hinten abgelüftet, das heißt, wenn der Gastank irgendwo ein bisschen Gas verlieren sollte, kann er abfließen nach unten. Und auf der anderen Seite habe ich das als Stauraum natürlich nochmal auf der Fahrerseite. Sag mal, diese Fahrzeuge, wenn die mal so 10 Jahre alt sind, ja, dann siehst du die ja teilweise noch für 300.000 im Netz. Das heißt, ich bin dann gefahren für irgendwie 60.000 Euro, also für rund 6.000 Euro im Jahr. Dafür gibt es ja keine Wohnung für 6.000 Euro hier in München. Nein, definitiv. Wenn ich das Fahrzeug entsprechend pflege, dann habe ich einen Werterhalt, der geht tatsächlich in Richtung Immobilie. Ja. Kann ich das Auto bei euch abgeben zur Aufbereitung? Das heißt also, wenn ich mal herkomme und sage, ich hätte den gern wie neu, drücke euch 20.000 Euro in die Hand, ihr macht den mal neuer Standard, bereitet den auf. Gibt es sowas schon mal? Gibt es, aber sehr selten. Aber genau das ist ja das, was wir mit der neuen Halle dann auch wirklich anbieten wollen, wenn wir den Platz haben, wenn so ein Auto auch einmal 14 Tage stehen kann, dass man sagt, komm, wir machen ja eine Grundüberholung, machen einen Mehrwert und so weiter. Neue Technik rein, neue Polster vielleicht, die genau. In die Jahr gekommen sind. Ja. Weil der Möbelbau, da haben wir ja schon mit drüber gesprochen, hält ewig. Wenn man sich an den Polstern abgesehen hat oder auf Leder umpolstern will oder einfach eine andere Farbe reinhaben will, klassischer Vorhangwechsel. Frage bei den Tanks, haben die jetzt noch eine Lebensendzeit oder ist es vorbei? Die müssen nach 10 Jahren geprüft werden. Aber die müssen nicht mehr raus. Geprüft sein. Ich weiß nur, also der Tank, den ich mal hatte in dem alten, der hatte 10 Jahre Lebenszeit, dann war er dann beendet, aber die werden jetzt geprüft. Inzwischen ist er auf Prüfung umgestiegen, ja. Gut. Auch hier habe ich eine Fernablesung. Auch hier Fernanzeige. Klar, ich habe hier meine Tankuhr und habe hier aber nochmal eine Fernanzeige im Fahrzeug, um einfach im Fahrzeug auch den Füllstand ablesen zu können. Ihr heizt mit Diesel? Bei dem Fahrzeug haben wir jetzt auch die Variante einmal Diesel, einmal Gas. Also beides redundant, also falls mal irgendwas nicht geht. Die Sandbleche, das ist ja nicht nur Show, sondern die machen Sinn. Absolut, die machen Sinn, ja. Wenn man sich mal irgendwo festgefahren hat, die sind jetzt nicht stabil genug, dass ich in dieser Gewichtsklasse einen Graben überbrücken kann, aber gerade nasse Wiese, wenn es so ein richtig seifiger, schmieriger Untergrund ist und Sand, da braucht man einfach solche stabilen Bleche. Also man kann sie auch runterklappen und ich kann sie auch dann als Tisch quasi verwenden. Ja genau, das haben wir schon gezeigt bei einem anderen. Genau. Falschen Schlüssel dabei, genau. Ja, ist halt ein bisschen hoch als Tisch, aber es geht. Ist die Frage. Ich meine, Kaffee drauf abstellen kann man, sein Abendbier kann man auch drauf abstellen. Ja, ist ja gut. Es geht mehr darum, dass man halt wirklich auch mal eine Fläche hat, um wenn man was arbeitet, bastelt, schnell was abzustellen. Das Schnitzel hundegesichert abstellen. Das Schnitzel hundegesichert. Ja, bei deinem Hund mache ich mir Sorgen, bei dem neuen Wolfshund, der kommt doch da dran. Ja, da hätte das Schnitzel eine recht schlechte Überlebenschance. So, der hat nur einen Reifen, keine Zwillingsbereifung. So viel habe ich schon gelernt Offroad. Ja. Geht gar nicht, Zwillingsbereifung. Haben wir auch, weil ich habe vorher gedacht, mein Gott, aber es geht nicht. Also viele rüsten die da noch um, von Zwillingen auf so. Zwillingsreifen im weichen Untergrund ist das Problem. Ich ziehe eine zusätzliche Spur. Habe also einen deutlich erhöhten Rollwiderstand und es besteht die Gefahr, dass ich mir irgendwelche Steine zwischen die Karkassen klemme und dann im Laufe der Zeit kaputt mache, beziehungsweise wenn ich wieder auf die Straße rausfahre, halt auch einen Hintermann massiv gefährde. So, der hat Luftbremsen, nehme ich an, aber keine Luftfederung? Blattfeder, wie immer im Offroad-Bereich und vor allen Dingen im LKW-Bereich, aber als LKW natürlich Luftbremsen. Luftbremsen, hat eine Motorbremse, können wir uns gleich mal innen angucken. Das ist Serienbereifung hier mit dem Auto oder ist das schon ein bisschen gröber? Das ist ein bisschen gröber, da stimmen wir uns mit MAN ab. Das ist aber für einen Fernreisebereich ein super Reifen. Für einen reinen Offroad-Bereich würde man auf den XZL oder ein Äquivalent von einem anderen Hersteller gehen. Das ist halt einfach ein Prinzip grober Baustellenreifen mit hoher Lebenserwartung und Laufleistung. Ist das ein Auto, was auch läuft auf Baustellen, so oder so ähnlich? Diese Reifen auf jeden Fall und diese Autos natürlich auch, ja. Gut. Der hat Allradantrieb mit mehreren Sperren? Ja, drei Sperren. Drei Sperren, also das haben wir schon gelernt. In der Mitte das Verteilergetriebe kann man sperren. Richtig. Hinten sperren, vorne sperren. Richtig. Ey, was ich alles schon gelernt habe bei dir in den 3 Tagen. Du bist ein Profi hinterher. So, hier vorne sieht man sehr schön die Höhe. Auch das ist natürlich flexibel. Da habe ich auch gelernt. Ja, das heißt, wenn man da vorne mal aneckt, dann weicht die Trittstufe aus.
kippt weg oder wie? Kippt weg, ja. Die klappt nach hinten einfach. Klappt nach hinten weg. Ah! Siehe da, das heißt nicht rückwärts fahren. Ja, aber wenn ich beim Rückwärtsfahren hinter dem Vorderreifen so einfädel, habe ich mir Mühe gegeben. Das heißt einfädeln. So, hier vorne habe ich so einen Schutz. Der kommt auch ab Werk für die Baustelle? Kommt ab Werk, ja. Das ist eine Option im Offroad-Bereich, was die LKW-Hersteller, die Allradler dieser Kategorie machen, dann auch immer anbieten. Genau, Stefan, wenn du mal so ganz vorsichtig deinen Zeigefinger mal neben den Schäkel da legst, dass man mal sieht, ja, der hängt direkt am Rahmen. Der hängt direkt am Rahmen. Ist wahrscheinlich eines der meistbenutzten Systeme. Mache ich hier noch was mit der Seilwinde bei der Tonnage? Natürlich, mit der entsprechenden Seilwinde vorausgesetzt, kann ich hier das Fahrzeug mit der Seilwinde bergen. Ganz klar. So, und das kann ich nachrüsten? Oder? Seilwinde kann man natürlich immer nachrüsten. Ist eh was aus der Nachrüstung kommt. Wäre eine entsprechende Vorbauseilwinde jetzt in dem Fall, die dann auch mit der entsprechenden Tonnage arbeitet und in der Regel über ein Umlenksystem dann auch läuft. Und wie viele Leute können jetzt sitzen drin? Das ist jetzt aktuell ein Zweisitzer, vorne im Fahrerhaus. Und ich habe hinten natürlich noch in der Sitzgruppe die Möglichkeit mit Gurten zugelassen. Hier nochmal bis zu 6 Personen insgesamt fahren. Sag mal, hier die Einzelabnahme, das ist schon Aufwand. Das heißt, bis man... Wir fahren mit jedem Auto zum TÜV. Der schaut sich alles an, ob wir alle Normen eingehalten haben. Das ist aufwendig, ja. So, auch wenn der jetzt so schön aussieht, als wäre er schon immer so von MAN gebaut worden, die gucken euch nochmal genau rein, gucken wahrscheinlich alles, Gastanks, was weiß ich alles, ja. Natürlich, das Fahrzeug wird nochmal komplett durchgecheckt. Klar, am Basisfahrgestell verändern wir sehr, sehr wenig, aber der ganze Aufbau muss geprüft werden, es müssen alle Normen eingehalten werden und das wird natürlich vom TÜV kontrolliert. So, Unterfahrschutz, hier ist das Verteilgetriebe. Sag mal, du jetzt als Offroad-Profi, es gibt den noch höher auf Wunsch? Gut, ich kann natürlich hergehen und sagen, ich mache noch größere Räder drauf und gehe hier nochmal in die richtige Extremstufe. Aber das brauche ich erst sehr, sehr spät. Okay, das heißt, so wie er steht, kommst du zu 95% überall durch? Ganz genau. Also gerade im fairen Reisebereich komme ich damit eigentlich so gut wie überall hin. Erst da, wo ich sage, ich brauche tatsächlich noch mehr Geländegängigkeit, dann bin ich im Extrembereich von 2-3%. So, wir sprechen hier über einen LKW. Ich brauche keine Tachoscheibe, solange ich nicht Güter hinter mir herziehe. Und ganz klar, wir sprechen ja von einem Reisemobil und nicht von einem LKW. So, das heißt aber trotzdem Führerschein Klasse 2, den macht man, was ist das für ein Aufwand jetzt bei euch? Ihr macht den nicht in der Crashschule, geht ja gar nicht bei euch. Momentan ist ja noch Zwangspause, das heißt, Fahrschulen dürfen wieder aufmachen, dann geht es auch sofort los. Aber wenn man den alten Dreier hat und auch schon mal irgendwo einen 7-Tonner gefahren hat, ist das ein Aufwand von 2-3 Samstagen und dann passt das. So, Stefan, geh mal rein, mach mal die Klappe bitte auf. Gerne. Dann unterhalte ich mich mal mit dem Carsten mal gerade über das Thema Bodenfreiheit. Was ist hier die... Ach, der hat eine Portalachse. Nein, der MAN hat keine Portalachsen. Das ist der Unimog mit Portalachse. Okay. Hier haben wir Standardachse drunter, also sprich die Mittellinie. Kardan ist in der Mitte. Ja. Mittellinie geht einmal quer rüber. Wenn du mal in der Kamera unten reinleuchtest, du siehst, das ist also von der Radmitte eine Linie quer rüber. Bei der Portalachse wären die Räder quasi außermittig gegenüber der Achse. So, ich mache mal gerade ganz hell hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Also ich habe hier richtig Bodenfreiheit. Wenn du dich mal gerade daneben stellst mit dem Knie, was ist der tiefste Punkt? Der tiefste Punkt ist im Endeffekt die Tankhalterung. Die hier? Genau, das sind die original MAN-Tankhalterungen. Das ist der tiefste Punkt. So, und das ist sowieso die Show. Sag mal, das Fahrzeug stand auf der Messe, das hier? Den haben wir in Düsseldorf nicht, Dabei gehabt. Letztes Jahr? Ja. Also vor 2 Jahren ja, letztes Jahr nein. So, und das ist jetzt schon mal, wenn du dich auch mal da vorstellst, wegen der Größe. Du kommst noch nicht mal zum Kopf an die Unterkante. Und da kann mir gerade so den Kaffee rausreichen, aber das reicht dann auch schon. Kann auch mal ein Löwen am Bart kraulen. So, und das ist zugelassen. Das ist ja nichts, was der TÜV prüft, ob ich hier rausfalle oder nicht, oder? Nein. Okay, das ist Eigenverantwortung. Wenn man sich mit dem Rotwein zurückhält, passiert auch nichts. So, man könnte ja theoretisch dann, wenn man Kinder dabei hat, noch eine Stange oder zwei einbauen lassen. Wurde auch schon gemacht. Wurde auch schon gemacht. Ja. Okay, weil ich denke wirklich dran, kennst ja die Eltern, du kriegst ja einen Horror, wenn da so ein Kind rausfällt oder so. Kindersicherung, Fangnetz, ähnlich wie im Alkoven gibt es ja auch diese Lösungen, kann ich hier genauso machen.
Weil das hier ist ein familientaugliches Auto. Schlafplätze habe ich zwei. Also der ist jetzt für zwei Personen ausgelegt. Ich kriege hier aber natürlich wie immer die Dreipunktgurt- und Beckengurt-Sitzgruppe. Das heißt, ich kann hier nochmal vier Personen mitfahren lassen. Und ich kann natürlich die Sitzgruppe jederzeit umbauen, dass ich nochmal zwei Personen zusätzlich schlafen kann. Also dieses Fahrzeug ist auch mit vier Personen problemlos nutzbar. Und mit dem Fahrerhaus, da ist ja auch nochmal ein Bett drin, eigentlich sogar zu fünft. Okay, das ist das Bett, was üblicherweise für den Fernverkehr ist, oder? Ja. Okay. Das ist ein Fernverkehrsfahrerhaus, ganz genau. Ah, warte mal, oh mein Gott. Ich da, wenn du mal kurz mal ein Mikro hältst. Sag mal so, ich kurz hier durch. Das ist das, oh ja, guck mal hier, der Stefan. Das ist das Bett, ja. Und das ist ein richtig geiles Bett, muss ich mal sagen. Also, das ist richtig toll. Komm, wir gehen noch mal kurz raus. Denn das Thema Fahrerhaus werden wir uns gleich noch mal angucken, detailliert mit dir zusammen. Du bist ja LKW-Fahrer, hast Führerschein. Ja. Und der Stefan demnächst auch und seine Frau auch, habe ich gehört. Ja. Sag mal, wenn du das jetzt zumachst, das ist von außen dann zuzumachen, oder? Am besten, oder geht es so gerade so von innen? Ich krieg das immer von innen durch. Ja. Ah ja, der Stefan ist ja Luftfahrtingenieur. Alter Fuchs. Okay, mach nochmal auf. Mach nochmal auf. Sehr schön. Komm, wir gehen mal drum rum. Ich bin mal sehr gespannt, wie es innen aussieht. Denn, weiß ich will, achso, das ist eben die Waschmaschine. Das ist die klassische Busch-Waschmaschine. Ein Plastikfass mache ich halb voll mit Wasser, Waschmittel rein, Wäsche rein. Das habe ich gelernt gestern. Piste fahren und die Wäsche ist sauber. Das ist krass, oder? Funktioniert. Funktioniert einwandfrei und das seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten die Busch-Waschmaschine. Durch die Vibration wird Wäsche gewaschen. So, Aufbautür. Ihr macht noch ein bisschen was an dem Auto? Das Fahrzeug wird jetzt gerade für einen Kunden noch umgerüstet, der das Fahrzeug gekauft hat. Genau, hier ist also die Tür, so sieht sie innen aus. Ja. Da fehlt jetzt also quasi noch die Hälfte. Ja. Und da sieht man auch schön das Treibriegelstangenschloss, wie das aufgebaut ist. Genial, das heißt also, das ist sehr, sehr stabil, durchgehend. Also die Tür ist kein guter Platz, um einzubrechen. Ist als Angriffspunkt eigentlich vollkommen der falsche Punkt, ja. Edelstahlscharnier an der Seite. Gehen wir mal rein. Und jetzt habe ich ja viele Grundrisse von euch schon gesehen. Hier war ich noch nicht drin. Ja, mach das mal. Mensch. Hätte ich jetzt einen Zweier gehabt. Aber muss sagen, das hier ist jetzt eine andere Klasse. Mit dem einen fällt sie nicht so sehr auf. Also ich würde sagen, also mit meinem, den ich im Moment fahre, fahre ich im Alltag, falle ich weniger auf wie mit dem hier. Ja, das wird so sein. Aber es ist trotzdem ein Auto, was du überall nutzen kannst. Also das ist jetzt so der Campingplatzbesitzer bei der Reifengröße nicht ganz so glücklich, oder wenn es ein bisschen feucht ist? Die werden gerne mal nervös wegen den großen Rädern, aber wenn man sich jetzt das Thema mit Flächenpressung und Einsinktiefe anschaut, würde ich ein Expeditionsfahrzeug immer viel lieber auf dem Platz lassen als ein 10-Tonner mit Straßenbereifung. Das Gewicht hiervon nehmen, wenn er ordentlich beladen ist? Wie gesagt, das ist ein 13-Tonnen Fahrgestell. Wenn ich den richtig voll mache mit Wasser und Zubehör und Material und Sportausrüstung, dann komme ich vielleicht auf 11 Tonnen, 12 Tonnen. Und leer? Leer hatten wir, weiß ich von vorn. Um die 10. Um die 10 Tonnen. Ihr habt natürlich nirgendwo gespart, Echtglasfenster. Die kann man extrem leicht öffnen, mach mal bitte. Das habe ich schon erfahren. Zwei Riegel. Einmal drücken, oder? Ja, okay. Gut, du hast Schuhe an. Normalerweise Schuhe an, mit Strümpfen würdest du dann einfach draufsteigen. Genau. Der Tisch würde dich aushalten, theoretisch? Der Tisch würde mich kurzfristig aushalten, ja. Okay. Also ist alles schön gebaut. Von der Sitzbank aus käme ich. Muss ich jetzt auch machen. Aber da gibt es den Trick. Ah. Gucke mal da. Jupp. Das ist ein gestoppter Gasdruckdämpfer. Ein gestoppter Gasdruckdämpfer. Ja. Das heißt, ich kann ihn jederzeit stoppen und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Das heißt, ich muss ihn immer entriegeln. Okay. Gut, also der Vorteil ist, es ist extrem schallisoliert. Draußen ist jetzt gerade ein LKW, der fährt KTT, Hartglasfenster. Und gut, das macht hier absolut Sinn. Und du kommst ja nämlich von oben auch nicht rein. Selbst wenn einer aufs Dach klettern würde. Ganz genau. Also wenn sich einer eher von der Brücke wahrscheinlich runter abseilt, weil raufklettern tue ich mich hier schwer ohne Außenleiter, kommt er von oben auch nicht wirklich rein. So, das ist der Durchgang zum Durchgang ins Fahrerhaus, ganz genau. Komme ich direkt auf der Liege raus. Ist eigentlich so ein Notdurchgang hauptsächlich.
Aber das hat, glaube ich, Sinn. Hier ist jetzt so eine Sicke. Das heißt, also das Fahrzeug ist jetzt punktgelagert, oder? Nein, das ist nicht dreipunktgelagert. Wir haben über 8-fach Elastomere, also 4 links, 4 rechts, sodass der Zwischenrahmen, auf dem die Wohnkabine fest ist, und der Basisfahrzeugrahmen eben über diese Elastomere gelagert ist. Ja, cool. Das heißt, es bewegt sich ein klein wenig? Es bewegt sich im Bereich von durchaus mal 10 cm, dass hier das Fahrerhaus im Vergleich zur Wohnkabine wegkippt. Sich leicht verschränkt dann. Ja. Das langt. Deswegen brauchen wir auch diesen elastischen Balk als Verbindung. Gut. So, hier kann ich zumachen, abschließen. Ja, wie immer. Auch eine richtig massive Tür. Gut thermisch isoliert und stabil. Was interessant ist bei diesen Konzepten, wo ich das Fahrerhaus, also ich habe ja auch durchaus im weiße Ware-Bereich so Alkovenfahrzeuge, wo ich zumachen kann. Ja. Und dann fühlt man aber den Raum ganz anders. Also es fühlt sich nicht mehr an wie ein Wohnmobil, sondern wie ein kleines Apartment. Ja. Das ist gut klein, also im Weltreisebereich ist das hier schon richtig groß, oder? Das ist eigentlich ein Luxusapartment in Sachen Weltreise oder Fernreise. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man von Tiny Häusern spricht, ist man in dem Bereich. Ja. Naja, Tiny. Warte, ich setze mich mal. Oder ich filme mal kurz die Küche. Wir haben hier so gute 10, 12 Quadratmeter, ne? Ja, ist gut. Ja gut, ich kenne mich ja damit aus. Also ich habe ja auch viel Platz. Aber nicht auf 4x4, das muss man auch sagen. Aber hier hat man alles. Das heißt, du hast also viel Platz, du hast wahrscheinlich eine Klimaanlage drin. Du hast eine Klimaanlage hier drin, du hast wie gesagt 2 Heizungen hier drin. So, das sind die ganzen Einstellmöglichkeiten. Du hast dieses Notlichtsystem, was ihr überall verbaut. Ja. Mit Paniklicht, alles dimmbar. Dimmbar, die Umfeldbeleuchtung, ganz genau. Dann den tollen Backofen. Der sieht fast aus wie so ein Konvektomat, ja, wo du dann wahrscheinlich auch noch die Hirschkeule oder sowas drin machen kannst. Ja, aber es ist ein klassischer Backofen, ne? Also das ist hier alles für zweckmäßig, könnte auch so bei der Bundeswehr sein, keine Ahnung. Ja, ich sag mal so, der Soldat würde gerne so luxuriös leben, darf er wahrscheinlich nicht. Aber ja, es ist so zweckmäßig, ich kann das auch robust nutzen. So, Möbelbau, alles in Handarbeit, alles Echtholz, alles mehrfach verbunden, verleimt. Das ist ja, glaube ich, auch bei euch so ein Ding. Ihr verleimt alles, da wird nichts verschraubt. Natürlich, die Möbel untereinander werden auch mit verschraubt, ist ganz klar. Aber viel in Vollholz, viel in Echtholz arbeiten natürlich. Mhm. Aber da lassen wir jetzt auf keine Kompromisse ein. So, Doppelbett, quer, kann aber auch... Nee, ist ein Querbett. Ist ein Querbett, ganz klar. Ich kann natürlich hergehen und sagen, ja, ich möchte den Sonderwunsch, das Fahrzeug ein bisschen länger, und dann könnte man auch über ein Längsbett sprechen. Das heißt, man hätte eine große Spielwiese, wie ich hier drin habe, wo auch 3 Personen drin schlafen könnten. Zum Beispiel auch Kinder. Es gibt ja viele, die kleine Kinder haben, die gehen auf Weltreise, bis sie mal so 6 Jahre alt sind, statt Kindergarten mal ordentliche Erfahrungen auf allen Ländern der Welt. Ganz klar, natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Sabbatical zu machen mit kleinen Kindern eben noch. Ein Sabbatical. Was ist das? Dass ich einfach eine Auszeit nehme. Eine Auszeit. Eine Auszeit, einfach eine Auszeit nehmen. Ist das der politische Begriff dafür, ein Sabbatical? Das habe ich die ganze Zeit, Auszeit, ja. Ich habe jetzt ja, euch. Du schon, aber. Morgen Dümo. Gucken, wie werden. Dümo, ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, Dümo ist es, ja. Ich muss mal gucken. Mit Ü haben die alle was. Ist das genial, das Fenster. Also das habt ihr ja selbst im kleinsten Pickup habt ihr das Fenster drin. Ja. Und alle gucken neidisch auf der Messe, habe ich ja gesehen. Ja. Das ist der Hingucker, alle setzen sich dahin. Macht aber auch Sinn. Jetzt stell dir vor, das Wetter ist schon schön, aber unten drin ist noch alles nass und dreckig und schlammig. Ja. Du sitzt hier wie Frühstück auf der Terrasse. Wenn du mittags mal nur kurz Pause machst und machst die Seitenklappe auf, parkst du noch. Mhm. Wenn du den Sonnenschirm raustust, kämpfst du. Weißt du, was krass ist? Die Farbgebung und das Design und alles macht das Fahrzeug nicht angreifbar. Das finde ich so. Weißt du, nicht so die Luxusschleudern von den Leuten, die das Geld raushängen lassen, sondern hier kriegst du ganz oft wahrscheinlich Bewunderung, oder? Das ist ja auch ganz bewusst, dass diese Fahrzeuge eben nicht so polarisieren. Ja. Wir wollen ja auch den Kunden die Möglichkeit geben, in Länder zu reisen, wo so ein Fahrzeug eben mehr kostet als das... Die gesamten Einkünfte eines Dorfes im ganzen Jahr. Mhm. Und je mehr ich das natürlich nach außen zeige, umso schwieriger habe ich es in dem Land.
Dann ist das Silber aber schon geradezu schon expressiv für euch. Das heißt, ihr habt die teilweise auch so in so Sandfarben und oder? Nein, bewusst eben nicht. Ja. Weil gerade in solchen Ländern, eben so Richtung Sahara runter, Richtung Süden. Ach so, das ist Armeefarben. Habe ich das Thema mit Armeefarben und da lassen die mich teilweise gar nicht rein. Und eben ein silbernes Fahrzeug ist immer ein neutrales Fahrzeug. Ich habe letztes Mal einen gefilmt in Kalka, so ein Cut 4x4, der war grasgrün, also in so einem Neongrün. Und da hat er erzählt, der war vorher so NATO-Tarnfarben und das ging überhaupt nicht. Also die konnten, also. Nein, er hat nur Probleme bei Einreisen, er hat Probleme vor Ort, wenn er mal reinkommt ins Land. Und deswegen silbernes Fahrzeug, neutraler geht es gar nicht. Ja, okay, verstanden. Das Ganze auch innen ist, ja, es ist unglaublich eine warme Atmosphäre. Also ich kann mir vorstellen, selbst ihr habt im Winter ja die Autos gezeigt, du gehst rein, wahrscheinlich war es genauso kalt wie draußen. Trotzdem hast du das Gefühl gehabt, es ist wärmer. Ja, wenn man wirklich im richtig knackigen Winter unterwegs ist, kommt nach der Skitour bei minus 15, minus 20 Grad, es ist nach Hause kommen. Es ist warm, es ist hell, es ist gemütlich, man stellt sich einen Tee hin und die Welt ist absolut in Ordnung. Was Besseres gibt es nicht. So, große Fenster. Das Fenster geht nach außen auf. Dazu muss die Tür mal zu sein. Machst du mal bitte zu, Carsten? Mhm. Nehme ich mal an. Ja, wäre gut. Es gibt eine Kippfunktion mit zu Hause. Ja. Ich zeig dir das eben. Ich hab dir noch nie gesehen. Das schwingt in der Mitte. Du hast eine Einhandbedienung. Machst es auf. Klappst es auf. Und wenn du es jetzt ganz aufmachst, schwingt er um die Mitte. Und du kannst jetzt bei der Höhe trotzdem mal schnell das Fenster putzen. Ist das cool. Das heißt, du kommst von außen, von innen nach außen. Genau. Kommst da hat ja mal einer nachgedacht. Ja. Liebe KCT-Leute, du kennst sie wahrscheinlich, oder? Ich kenne die, ja. So. Das Ganze hat natürlich massive Riegel. Das heißt, wer hier durchpasst, der hat es verdient. Ja. Genau. Du hast hier Mückengitter in zwei Stärken. Einmal für die Blackflies, wo ganz, ganz dicht ist. Geht aber entsprechend wenig Luft durch. Deswegen gehen wir immer auf die Standardmücken, aber die sind sauber in der Bürste geführt. Das heißt, die sind wirklich mückendicht. Und diese Blackflies, sind die mehr im Norden oder mehr im Süden? Die Blackflies sind zu Australien und in Schottland heißen sie die Mitches. Die sind kaum zu sehen, gell? Kaum zu sehen, ganz, ganz klein. Es fängt dir plötzlich in den Haaren das Jucken an wie nochmal was. Du überlegst dir, was ist das? Es sind dann so schwarze Sachen unter den Fingernägeln und irgendwann weißt du, wo du bist. Das war Blut, oder? Die schwarzen? Nein, nein, das sind einfach diese Mitches. Diese Mitches. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, war in Schottland beim Zelten, wo ich morgens aufgewacht bin. Das klang wie ein Didgeridoo. Und es waren einfach nur Milliarden von diesen Mitches zwischen Innen- und Außenzelt. Du überlegst dir, ob du jetzt die nächsten 3 Tage einfach im Zelt bleibst und nicht rausgehst. Du kannst nichts gegen machen. Also du nur schnell sein. Nur schnell sein, abhauen. Die fliegen nicht gut. Ah. Wind ist rettend. Ist das fies? Weil ich habe das Gefühl... Ist richtig fies. Ich hatte jetzt Wespen gesehen, die waren nicht mehr gelb, die waren grün oder rot. Die habe ich jetzt das erste Mal gesehen bei mir in Frankreich. Also auch seltsame Tiere. Aber ihr habt dort die entsprechenden Gittergrößen. Ja. Hier auch die Besonderheit wieder, 2 Tanks für Frischwasser, 3. In dem Fall haben wir Hauptwassertank, ja. Frischwasser, 300 Liter und Filtersystem. Ein Filtersystem. Sprich, hier geht es über einen Aktivkohle- und Keramikfilter. Ist das zu sehen? Sieht man das irgendwo? Oder ist das tief im Boden? Ich weiß nicht wo. Wurde nachgerüstet, frag mich jetzt mal nicht wo. Das ist praktisch, da kann ich weltweit, egal, dass es hinten im Tankbereich ist. Ah, ist nicht schlimm, wenn man es jetzt nicht findet. Ist das so ein Umkehr-Osmose-Verfahren? Nein, es sind einfach Keramikfilter und Aktivkohlefilter. Das sind die Keramikkerzen von Katadyn. Mhm. Kennen eigentlich ganz viele Leute noch von den Pocket-Trekking-Filtern. Die du so pumpst, ja, genau. Es gibt so Handfilter. Ja, genau. Die haben so eine Lebensdauer in. Ja, was weiß ich, von 200.000 Liter oder sowas. Mhm. Nein. Und die gibt es als große Kerze auch im Industriebereich und die verwenden wir. Genau, wenn du mal so nett bist, den Kollegen nochmal reinholst. Carsten, du darfst wieder. Sag mal, Stefan, wenn du hier sowas baust, und das ist ja jetzt nicht alltäglich, so ein Fahrzeug für euch. Also ich nehme an, ihr werdet nicht die große Masse an diesen Autos Im bauen. Im LKW-Bereich haben wir kleine Stückzahlen. So, wenn das jetzt rausgeht, ist das so ein bisschen wie der Hund, den du neu bekommen hast? Ist das ein, ich sag mal, ein bewegender Moment? Nein, es ist ein spannender Moment und man freut sich auf die Erfahrungsberichte von den Kunden, die dann damit unterwegs sind. Meine Frau und ich, wir sagen immer, der unangenehme Teil unseres Jobs ist,
wenn man dann irgendwann so nachts zwischen 11 und 12 noch im Büro sitzt und dann scheppert der PC und irgendjemand schickt irgendwelche fantastischen Bildern. Guck mal, wo wir gerade sind. So geil. Genau. Ganz toll. Und du bist, es war ja heute ein Fall, Thema Helpdesk. Also es kann ja immer mal passieren, es passiert irgendwas, es kann einem einer reinfahren und so. Da habt ihr auch, ihr helft den Kunden aktiv. Da ist heute die halbe Firma mal kurz stehen geblieben, weil in Schweden jemand ein Problem hatte. Das ist so. Wenn irgendwo auf der Welt einer ein Problem hat, wir ziehen alle Strippen, um helfen zu können. Wir achten darauf, dass wir... Das sind die Mädels auch extrem, habe ich so das Gefühl bei euch. Dass wir auch nur Partner haben, die halt dann auch mit denen wir im Boot sitzen und die dann auch helfen. Ja. Bei Eleco oder bei Mercedes oder sonst was, dass man einfach mal anruft und sagt, hey, da ist ein Kunde, der hat ein Problem, den müssen wir jetzt wieder auf die Straße bringen, beziehungsweise ins Gelände. Zeig mal ein schönes Detail. Ihr habt diese Sitzbank-Erweiterung. Da habe ich den Carsten mal gefragt, ob das denn auch für seine Gewichtsklasse da ist. Wobei der Carsten ja nur wirklich ein Leichtgewicht ist. Es gibt ja auch Menschen, die, ich sag mal, gut und gerne 140 Kilo, kenne ich aus dem E-Bike-Bereich. Da sind die nämlich beschränkt, die Tonnagen bei E-Bikes. Und das ist aber Schwerlast, oder? Das sind Schwerlast. Ja, genau. Stützen. Und wenn dich da mal bitte draufsetzt, Carsten. Ihr könnt euch beide ja nicht zeitgleich draufsetzen. Nein. Nee, das ist es auch nicht gedacht. Aber der Carsten, das geht. Ja. Hat sich jetzt irgendwas bewegt? Nö. Gut. Also das ist eine Sitzbankerweiterung. Sehr praktisch, oder? Absolut praktisch. Man kann dann auch zu sechst mal zu sitzen und sich mal einen langen Abend machen. Oder man kann sich halt auch so wunderbar hinlümmeln in die Ecke und Füße hochlegen. Ah, wenn das Ding zu ist. Die Klappe sollte zu sein, weil sonst lümmel ich mich eventuell nach außen. Kissen im Rücken und... Schönes Buch, ganz klassisch. Geiles Detail hier, da kommst du nie drauf. Das Beste an dem ganzen Auto. Das Beste an dem Auto? Ja. Was meinst du? Ja, sag. Es gibt viele beste Sachen hier. Ja, sag mal eins, das dir einfällt. Gewürzregal. Mhm. Falsche Antwort. Nee, das ist, der fehlende Fernseher. Der fehlende Fernseher. Ja. Ja, wenn ich irgendwo in der Welt unterwegs bin, die Kunden sind ja ganz schnell draus, außerhalb des Satelliteneinzugsbereichs. Das braucht kein Mensch, oder? In dem Bereich. Nein, brauchst du auch nicht. Du hast tolle Fenster, da kannst du wunderbar in die Ferne gucken. Und das ist ja so dieses, wie nennt sich das, Zölibat oder was du eben gesagt hast? Sabbatical. Es ist einfach ich nehme mir ja eine Auszeit. Wenn ich reisen will, nehme ich eine Auszeit. Ich will Land und Leute kennenlernen. Ich will mit Land und Leuten in Kontakt kommen. Und wenn ich schlechte Nachrichten sehen will, dann kann ich ja über Internet Nachrichten mal streamen. Aber ansonsten ist ein Fernseher eigentlich bei unseren Kunden eher so das kleinere Thema, ganz, ganz wenig gefragt nur noch. Krass, es erinnert mich genau an eine bayerische, gut, wir sind ja in Bayern, an so eine Holzhütte, weißt du, so dieser Flair, fehlt nur noch der Kamin. Habt ihr mal einen Kamin verbaut? Nein, aber wir haben einen Kunden, der es nachgerüstet hat. Komm, wir zeigen mal das Bad. Ja. Denn die Dreizimmerküche Bad, ihr macht euch immer lustig über mein Auto, ja, hat gesagt, Dreizimmer, aber das hier kommt ja vom Platz hier schon in die Richtung, das heißt, das ist wirklich für Leute, die länger unterwegs sind, ein bisschen mehr Komfort haben möchten. Langzeitreisen. Ja. Richtige Dusche, Tankvolumen? Tankvolumen sind wir hier bei knapp 400 Liter. Ach, es riecht so geil hier drin, wenn du mal die Nase reinsteckst, es riecht so. Ja, ist also noch nicht benutzt. Nee, das ist ja klar, aber es riecht so nach, nicht nach Chemie, sondern so nach Linoleum so ein bisschen. Es ist ja auch keine Chemie drin, ne? Wir haben eine Trenntoilette drin, ich habe also keinen Chemiegeruch von der Toilette irgendwo. Ich habe auch das natürliche Flair vom Holz. Holz macht Raumklima. Es riecht nach Holz. Ja. Dann hier die Kante innen, das ist jetzt auch Metall. Wo bist du jetzt hier? Da vom Rahmen. Ist ein Aluminium. Ja. Okay. Dann auch hier vorne die... Sag mal, eure Leute, die das bauen, das ist so ähnlich wie bei dem fränkischen Hersteller von den Linern, die stehen da zu 100% dahinter. Das ist mir aufgefallen, die wollen, dass es perfekt wird. Ja, natürlich, es sind Handwerker und jeder Handwerker hat irgendwo seinen Anspruch an sich selber. Und der kommt natürlich in seine Arbeit rein, ja, ganz genau. Sein Stolz. Sein Stolz, ja. Und wir haben ja auch viele Handwerksmeister, die so ein Fahrzeug kaufen, die einfach die Holzarbeiten in die Hand nehmen und sagen, genau deswegen kaufe ich das Fahrzeug. Ihr habt mir erzählt, es sind nicht die Multimilliardäre, die solche Fahrzeuge kaufen. Die kaufen sich dann vielleicht etwas protzigere, die man gar nicht im Alltag fahren kann. Habe ich mal gesehen, Rahmenverlängerung auf 12 oder 14 Meter für den Scheich von sowieso. Das Ding kannst du denn kaum noch fahren, weil es vielleicht 7 oder 9 Achsen hat. Gut, der Scheich in der Wüste kann fahren, da hat er links und rechts Platz. Ja.
Stimmt. Aber es ist ja so, dass hier sind oft bodenständige Leute, die viel gearbeitet haben im Leben. Gut verdient haben, guten Job gemacht haben. Vielleicht auch Geld gespart haben, die nicht immer alles ausgegeben haben. So, das heißt, du kennst ja die Leute. Es gibt ja viele, denen du das nicht ansehen würdest, oder? Dass die dann nach außen raustragen. Wenn du bei uns in den Verkaufsraum reinschaust, die Kunden, die kommen, man sieht ihnen es ja auch nicht an. Also deswegen laufen wir auch nicht im Anzug rum, sondern wir passen uns ja auch irgendwo unseren Kunden so ein bisschen an. Und bei uns kommt auch kein Kunde im Anzug rein. Das ist ganz klar. Das ist eine bodenständige Kundschaft. Er könnte das aber. Das eine Mal, wo einer einen Anzug kam, hat er sich entschuldigt dafür. Ach so. Genau. Ich komme gerade vom Geschäftstermin. Tut mir leid. Normalerweise laufe ich nicht so rum. Es ist tatsächlich so. Wir haben sehr bodenständige Kunden und das macht es auch so ein bisschen mit aus. Ne? Aber nochmal die Frage. Wenn ich jetzt das Auto kaufe und zahle jetzt hier meine 370.000 Euro, ich fahre es mal so 5-6 Jahre, stelle es ins Internet. Die Dinger werden ja immer teurer bei dir, weil einfach die Kosten teurer werden. Das hast du mir erzählt. Also du kannst gar nichts dafür. Es kann mir gut und gerne passieren, dass ich vielleicht sogar noch das Geld kriege, was ich mal bezahlt habe früher, oder? Das ist in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert. Weil es eben direkt auch verfügbar ist. Dann, ich sag mal so Laufleistungen, selbst ich fahre jetzt hier 120.000 Kilometer, da ist der gerade mal eingefahren, hier so ein MAN, oder? Ja. Also wir haben schon Kunden, die haben wiederverkauft nach 3-4 Jahren, haben gesagt, die haben letztendlich nur die Betriebskosten gezahlt. Ja. Steuer, Versicherung, Diesel. Und gerade im LKW-Bereich sprechen wir von Laufleistungen jenseits der 700.000 Kilometer. Mhm. Gut gepflegt und vorsichtig gefahren, ein LKW über 1 Million Kilometer. Ja, wie soll ich das als Reisemobilist auch unter die Räder kriegen? MAN wird jetzt auch in Bayern gebaut. Der Service auch weltweit, wie bei... MAN ist gut vertreten, Mercedes ist gut vertreten, Iveco ist gut vertreten. Also so die Marken, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wirklich mal ein Problem auftauchen sollte, dass wir auch Zugriff haben und den Kunden unterstützen können. Gut, also das ist der Innenraum. Gibt es noch was Schönes, was ich zeigen kann? Gut, Sisal wollte ich zeigen, selbst in den Kleinen hast du es drin. Das heißt, das hier ist eigentlich die XL-Variante eines Pickups. Kann man so sagen, ja. Gleich, also alles gleich, es ist kein Unterschied. Es ist alles gleich, das ist das, was Bimobil ausmacht. Die Qualität ist so gut, dass der spätere Einsatzzweck nur von der Kombination Auto-Wohnkabine definiert wird. Stelle ich die Wohnkabine auf einen 4x2-Transporter, habe ich ein tolles Reisemobil. Stelle ich die gleiche Wohnkabine auf einen 4x4 mit großen Rädern, habe ich ein entsprechendes Expeditionsmobil. Die Kabine ist immer die gleiche. Gut, verstanden. Das funktioniert. So, jetzt gehen wir mal ins Fahrerhaus. Denn ich sag mal, wir wären ja nicht Männer, wenn wir... Geht's hier ins Fahrerhaus und ich schaue euch über die Schulter vom Innenraum, ist das okay? Ja, klar, natürlich. Ich hätte auch gerne ein paar, ich sag mal, Anmerkungen von dir zum Thema MAN. Das würde mich sehr interessieren, weil ich kenne jetzt MAN nur als TGL, ich glaube, dieser kleine Volkswagen-Derivat. MAN hat LKWs auch bis zu den ganz, ganz schweren, ist einer der führenden LKW-Hersteller weltweit. Und ist ein Prädikat. Ist ein Prädikat und von den ganz, ganz großen LKW-Marken, das sind nicht mehr so viele übrig. Und MAN ist definitiv einer davon. Ich kann dem Carsten hier mal gerade so ein bisschen auf die Platte spucken. Es ist ja riesig. Hier, guck mal die Höhe hier, wenn du rausguckst. Ja. Aber das schätzen die Leute, gell? Du bist über allem. Du bist hoch und deswegen sicher. Der Carsten, der kommt gestreckt nicht ans Fenster ran. Das heißt, er braucht Leiter und Werkzeug, um hier einzubrechen. Um überhaupt zu gucken, ob es sich lohnt, ob eine teure Kamera auf dem Tisch steht. Beim niedrigen Auto geht jemand vorbei und sagt, oh toll, da liegt ein Geldbeutel und eine Kamera. Und macht die Fahrertür auf. Und selbst wenn du die aufmachst, bist du noch lange nicht drin. Genau, und hier sieht er erstmal nichts. Und es wirkt viel, viel abschreckender. Und also. Ja, wenn du dann auch diesen Hund dabei hast, der gerade größer wird. Ah nee, der andere ist ja auch nicht schlecht. Ja, der bellt ein bisschen. Der Romo hat eine 72er Schulterhöhe, wenn der rauslächelt. Gerade in diesen Ländern, die haben dann echt Respekt davor, ja. Die Clownhunde, habe ich gehört. Stimmt das? Also in den Ländern, wo wir unsere Hunde hier haben, die haben Respekt vor den Hunden. Ja. Da darf der Hund noch Hund sein. Okay. Nee, ich habe mal gehört, dass jemand einen Hund gesucht hat, der war auf einmal weg. Ja, das passiert leider. Das passiert leider auch in manchen Gegenden, ja. So ein Labrador oder so. Das, also das, sagen wir, der klassische normale Haushund, der überall eigentlich mitgeht, der wird auch schon mal leider geklaut. Das ist besonders tragisch, weil die Leute ja wie ein Kind den auch mitbekommen haben. So, ich gehe mal rein, du gehst mal wieder auf die andere Seite. ISRI-Sitze, das sind die Komfort-Fahrer-Schwingsitze. Genau, das ist Original MAN. ISRI ist einer der größten Sitzhersteller in der Richtung, gerade im Nutzfahrzeugbereich. Extrem bequem, Luxussitze. Ist es per Luftdruck gefedert? Ist Luftdruck gefedert, ganz klar. Ist in allen möglichen Varianten verstellbar. Ich habe einen ISRI Luftdruck. Natürlich, ganz klar. Ist, wie gesagt, einer der größten Hersteller. Hat der eine Männerhupe drin, ein Horn?
Der müsste sogar einen Drucklufthorn haben, ja. Ah. Cool. Ich kann deine Gedanken lesen. Hier ist übrigens Scheibenwischwasser, der Einfüllstutzen. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Warte mal. Oh mein Gott. Ich habe beide Hände voll, es geht. Cool, das ist ein Fahrschulauto. Guck mal hier, der hat auch Pedale auf meiner Seite. Nein, das ist tatsächlich die Fußstütze, die kannst du ausklappen. Also für kleinere Leute? Einfach zum bequemeren Sitzen. Wenn du den Sitz ein bisschen hinterschiebst, dann kannst du die Fußstütze ausklappen. Ach so, da kannst du liegen so ein bisschen. Und da kannst du wie im ICE deine Füße drauflegen. So, jetzt ist ja hier viel Platz. Da ist der Motor drunter? Nee. Da sind die Biervorräte für unterwegs. Eine Kühlbox. Also hier deine Kühlbox mit drin. Wie gesagt, es ist ein Fernfahrerhaus. Und die Jungs, die hier auf Strecke sind, die haben natürlich ihre Vorräte dabei. Ich habe meine Kühlbox, kann hier meine Getränke für unterwegs reinpacken, meine Brotzeit für unterwegs. Hab das aufgeräumt. Sag mal, ist das wahr, dass die Feststellbremse auch eine Notbremse ist? Oder ist das ein Gerücht bei LKWs? Sagen wir so, die wirkt auf die Hinterachse. Wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich ziehe die einmal hinter, ja, dann ist die Hinterachse blockiert. Und die ist auch während der Fahrt? Während der Fahrt sollte ich das nicht auf einmal machen, aber ich kann langsam hintergehen. Okay. Und kann die Bremse langsam entlüften und dann bremst er auch entsprechend runter. Gut, jetzt hast wenn ich Luftverlust habe, dann bremst er automatisch. Ah, okay, das heißt, wenn das ist wie beim Zug, geht die Luft weg. Das war ganz am Anfang im Zugverkehr nicht so. Da hatten die genau umgekehrt und da haben sie gemerkt, da gab es mal so ein Problem mit dem... Irgendwann mal so ein Zug eingeschlagen. Zug eingeschlagen und seitdem haben sie umgekehrt. Das heißt, wenn der keinen Luftdruck mehr hat, fährst du den gar nicht mehr weg. Fährst du keinen Meter mehr. Die Feder drückt zu und die Luft hält die Feder auf. Genau, der sogenannte Federspeicher an der Hinterachse. Ja. So, jetzt bist du ja LKW-Fahrer, da lernst du Abfahrtkontrolle, das ist sehr ernst zu nehmen, das heißt... Definitiv, ja. So, warte mal, ich komme mal ein bisschen zu dir rüber. Sag mal, ist das krass breit hier drin? Das siehst du mal, dass ich so selten im LKW bin. Ich setze mich mal gerade aufs Bett drauf, wenn das okay ist. Wenn du mal gerade mein Mikro nimmst. Danke. Yeah. Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ja, Kamera umdrehen, wäre es lustig gewesen. Ja, danke. Was ich ja alles mache, ich riskiere mein Leben für euch. So, das ist Fahrerhaus. Das ist Fahrerhaus, genau. Ich rutsche mal ein Stück hinter. Sag mal, wenn ich die Videos sehe, so im Internet, YouTube, immer so die neuesten Fahrerhäuser, das wird immer mehr PKW, oder? Das wird immer mehr PKW. Das ist jetzt noch die Vorgängergeneration. Es kam jetzt von MAN tatsächlich ein neues Fahrerhaus, das nochmal luxuriöser ist. Aber hier sprechen wir schon vom PKW-Standard eigentlich. Ich habe Automatikgetriebe. Ich habe hier meine verschiedenen Einstellungen, Allrad, Differentialsperren. Ich habe meine Klimaanlage, meine Klimaautomatik, meine Sitzheizung. Genau, ist der laut innen oder wenn die auch immer leiser innen? Nein, also du bist ja gestern mitgefahren im Unimog. Ja, der war lauter. Es ist vom Geräusch her, ja gut, die Hälfte hätte ich jetzt gesagt. Die Hälfte. Unimog ist ja noch so ein Unimog ist noch Arbeitstier. Das größere Arbeitstier, ganz genau. Und hier bin ich von der Geräuschentwicklung ganz andere Hausnummer. Jetzt hast du hier vorne auch ein Radio mit Navi. Das Navi kann wahrscheinlich Höhe, oder? Was hier drin ist. Hier kannst du alles einstellen, ganz genau. Wie gesagt, es gibt auch bei der neuen Variante dann das neue Navi dazu. Mit weiteren Funktionen. Wir haben separat unsere Rückfahrkamera mit dran. Was ich toll finde, die geht immer. Das heißt, ihr habt denn entweder Rückspiegel oder Rückfahrkamera. Ganz genau, deswegen hängt die auch auf einem separaten Bildschirm. Die ist mein Innenspiegel. Mhm. Toll, hier oben hast du einen... Der hat tatsächlich einen Fahrtenschreiber drin. EG-Kontrollgerät, falls du mal einen Anhänger fährst. Ganz genau, aber im Prinzip, siehst du hier ist auf Out, im Wohnmobilbetrieb brauche ich das nicht. Okay, das gibt es wahrscheinlich nur mit dem EG-Kontrollgerät. Wahrscheinlich ist das Serie bei so einer Klasse, oder? Man kann es tatsächlich auch abbestellen. Okay. Macht aber keinen Sinn. Also ich sag mal, es kann ja mal sein, ich fahre jetzt je nach Einsatz, Anhänger. Wenn ich weiß, ich möchte einen Anhänger gucken und dran machen, dann sollte ich es mitbestellen, ja. So was Interessantes, du hast den grünen und roten Bereich mit Leuchtdioden. Ist das so, dass der sich auch verändert, dann wenn der Fahrer, wenn er kalt ist? Oder? Nein, das ist im Prinzip eigentlich der Bereich, der grüne Bereich, wo das Fahrzeug im optimalen Leistungsspektrum und im optimalen Verbrauchsspektrum läuft. Es gibt auch so Fahrerprogramme, habe ich gesehen, bei LKWs, da wirst du belohnt, wenn du effizient fährst. Ist das bei den neuen so? Oder das ist bei den neuen Fahrzeugen so, bei den neuen so. Da kommt irgendwie ein Smiley und sagt, hast du toll gemacht. Ganz klar. Und irgendwann kommt auch der Chef, das kann ich dann über Telematik auch auslesen bei den neuen Fahrzeugen. Dann kommt irgendwann der Chef und sagt, du kriegst das 50 Euro Prämie, du hast für 1000 Euro Sprit gespart. Stefan, hier hat man einen blickdichten Vorhang, das finde ich toll. Das heißt, auch das ist drin. Wenn ich hier... Ich sag mal so, wenn ich jetzt hier die Luke auflasse, kriege ich ja die Klimaanlage von innen ein bisschen mit, wenn sie läuft. Ja. So. Habe ich die Möglichkeit hier zu lüften, während. Ah! So, aber ohne Fliegengitter, gell? Ohne Fliegengitter, ganz klar.
So, aber da würde jemand, der länger fährt, der kann sich ja außenrum ein Klett machen oder so. Entweder das natürlich, ne, oder ich habe ja auch eine leistungsstarke Klimaanlage hier im Fahrzeug. Dazu muss das Fahrzeug aber laufen. Dazu muss das Fahrzeug dann laufen, ja. Das ist aber, glaube ich, sinnvoll während der Fahrt. Das heißt, du hast die Fahrhausklima, dann kann die im Fahrzeug auch aus sein. Habt ihr hier auch die große Lichtmaschine drin mit den 120 Ampere? Bei dem Fahrzeug jetzt nicht. Ja, okay. Bei dem Fahrzeug nicht, ist hier aber durchaus eine Option. Ihr habt zwei Ladebooster drin. Das heißt, 90 Ampere gehen da rein. Das ist, glaube ich, für alle Zwecke ausreichend. Ja, vollkommen, vollkommen. So, das Fahren, das ist eine Automatik, das heißt so wie früher Zwischengang und 47 Gänge, das gibt es alles nicht mehr, oder? Nein, also hier lege ich wirklich meinen Gang ein, sag mal wie? Drehregler, da. Einfach auf D für Drive. Hier habe ich die ganze Geschichte mit Offroad-Fahrprogrammen, also sprich im Allradbereich, meinen Rückwärtsgang kann ich nochmal untersetzen und hier kann ich meine Differentialsperre, meine Getriebeuntersetzung mit schalten. Gut, ansonsten wie ein Auto. Ja, wenn du mal kurz drauf drückst aufs Horn. Schauen wir, welches gerade eingeschaltet ist. Es muss ja auch Druck auf dem Kompressor sein. Sollte Druck drauf sein, ganz genau. Ah, mal rankommen. Cool. Ja, genau das wollte ich hören. Sehr cool. Da ist noch hier so ein kleiner Schalter. Was kann der da? Damit gebe ich mein Lenkrad frei zur Verstellung. Ah, zeig mal. Also auch das, wenn ich groß... Ist über Luftdruck verriegelt? Ja. Ich drücke drauf und dann kann ich das Lenkrad entsprechend verstellen. Sag mal, ich habe gesehen, dass die Pedale auch verstellbar sind. Ist das hier auch so? Bei dem nicht, nein. Bei dem nicht. Bei dem nicht. Gibt es aber welche, gell? Gibt durchaus Fahrzeuge, wo ich die Pedale verstellen kann, ja. So, jetzt, ja, das Thema Maut. Es gibt ja mittlerweile von Aral, habe ich gesehen, europaweite Mautgeräte, die ein Gerät alle, aber nicht für Privatleute, habe ich hier erfahren. Da brauchst du wahrscheinlich 300 Mautboxen, oder? Ja, teilweise sind sie zusammengefasst. Wir haben auch einen Kunden, da hat sogar die Asfinag einen Test gemacht, mit mehreren Ländern zusammengefasst. Aber ja, du wirst schon, wenn du dich vorbereiten müssen, dann entsprechend dich halt um Maut kümmern oder halt einen Stapel Mautboxen dabei haben. Irgendwann ist die Frontscheibe voll, ja. Irgendwann ist die Frontscheibe voll, gell? Kannst du umkletten. Aber es ist schon nervig, oder? Das heißt, es kommt ja demnächst eine europaweite Lösung. Ich glaube, die wird dann nicht mehr allzu lange dauern. Erleben wir das demnächst? Ja, ich denke schon. Also ich kriege ja jetzt von Aral kriege ich dieses Ding, weil ich bin ja gewerblich und dann ja, habe ich es zumindest mal bekommen. Überall hast du hier Haken, das ist auch interessant. Also das ist ein richtiges Arbeitstier. Hier hinten kann keiner sitzen. Das ist nur, ist nur ein Bett, oder? Das ist eine Liege, ein Bett, ja. Okay. Ich kann es auch nicht anders haben. Bei MAN nicht. Bei Mercedes wäre es eine Möglichkeit zum Beispiel, ja. Achso, ihr könnt das Fahrzeug auch auf Mercedes bauen? Wir können ja auf Mercedes bauen, ja. Okay. So, ich überlege, ob ich die Abmoderation hier mache. Das mache ich auch, dann brauche ich nicht mehr rausklettern. Jungs, ihr habt mir eine große Freude gemacht. Das hier ist so ein richtiges Männerspielzeug. Oft fahren die Leute, die sowas hier benutzen, ja in Pulk. Das heißt, also mit mehreren Fahrzeugen, was Sinn macht. Der eine hilft dem anderen. So ist es, ja. Ja. Macht absolut Sinn. Am besten auch ähnliche Gewichtsklassen, dass man sich gegenseitig ziehen kann. Ich kann mich noch an ein Bild von unserer Russlandreise erinnern, wo sie mal spaßeshalber versucht haben, den Cetros mit dem Geländewagen zu ziehen. Versuch war es wert. Achso, hat sich nicht bewegt. Nein. Ja, dann machen wir ein bisschen Werbung. Die Firma heißt? Bimobil von Liebe GmbH. Wir sind hier im Gewerbegebiet Eichen, Oberframmern, 20 Kilometer südöstlich von München. So, und diesmal, abgesehen von einigen Zubehörlieferanten aus Italien, alles made in Germany? Alles made in Germany, wird hier im Speckgürtel von München gefertigt. Handgedengelt, so ist es. Ja, ich dank auch dir, lieber Carsten, für die tolle Einweisung. Uns interessant auch die Becherhalter. Die sind jetzt übrigens auch verstellbar, glaube ich, in der neuen Variante an Haltern. Also, aber trotzdem, das Cockpit sieht ja wohl Hammer aus, oder? Das ist richtig. Ja, wir sind im Fernverkehrsbereich. Ne? Wenn ich überlege, dass so ein Fernfahrer ja in diesem Fahrzeug lebt, dann will der auch Komfort haben und diesen Komfort kann man ihm hier entsprechend bieten. Offiziell darf er ja nicht drin leben, aber manchmal tut er es dann doch. Gut, aber es geht ja noch größer, was also Schlafkabinen angeht und so. Das hier ist jetzt so die Mittelklasse, das ist ja kein 24-Tonner, sondern kleinerer. Die Kabinen selber werden nicht größer. Okay. Da bin ich hier schon in der Fernverkehrsvariante. Ich kann zwar Fahrzeuge haben mit einem höheren Dach, aber da kommen wir dann schon an die 4-Meter-Grenze ran. Das macht dann relativ wenig Sinn für unseren Zweck. Sag mal, das Dach geht noch ganz auf, oder? Ich komme hier eigentlich nicht mehr weiter hoch, das ist ein reines Kippdach. Reines Kippdach, okay. Genau. Ich kann also hier übers große Dachfenster hinten raus und kann dann aufs Dach gehen. Das ist eine Möglichkeit. Große Dachfenster raus. Also falls jemand mal Fotos machen möchte von, wie komme ich normalerweise aufs Dach drauf, auf den Aufbau? Also wir empfehlen immer
Durchs Dachfenster, durch die Dachluke oder ansonsten von außen? Ist möglich, aber eine Heckleiter bietet natürlich auch immer ungebetenen Gästen eine Aufstiegsmöglichkeit. Mhm. Dann musst du die Heckleiter wieder entsprechend sichern und wir sagen einfach ab durch die Dachluke nach oben. Super. In dem Sinne ab durch die Hecke mit Carsten und Stefan vom Bimobil. Tschüss. Ciao. So, bitte noch einmal kurz hupen. Also, Zündung anmachen. Ja, das war die Babyhut. Böp. Tschüss.